Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal. Bei mir auf dem Kanal dreht es sich vorwiegend um Familienfahrzeuge, familientaugliche Fahrzeuge oder aber Fahrzeuge, die ihr euch privat eben zulegen wollt, könnt, sollt. Und heute habe ich euch etwas Besonderes mitgebracht. Ja, im höheren Preissegment, muss man gleich da vorweg sagen, aber durchaus attraktiv. Warum das so attraktiv ist, dazu kommen wir auch in diesem Video. Es geht um den Mercedes EQV. Der EQV, vollelektrische Mercedes-Benz V-Klasse. Und was der so kann, das wollen wir natürlich herausfinden. Aber wir machen das Ganze praxisnah, denn ich nehme euch mit auf Verbrauchsrunde. Wir fahren 50% Überland, 40% Autobahn mit 130 Stundenkilometer VMAX und 10% Stadtverkehr. So bilden wir hier auf UbiTestet immer die gleiche Verbrauchsrunde ab für alle Elektrofahrzeuge, für alle Verbrennerfahrzeuge. Und da wollen wir natürlich herausfinden, was kann der EQV, wie weit kommen wir in der Realität mit dem 90 Kilowattstunden nutzbaren Akkupaket, wie fährt er sich, wie viel Platz bietet er, was sind seine Besonderheiten, wie macht er sich sonst so, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, all das möchte ich mit euch heute gemeinsam herausfinden. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo schenkt und die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr hier nichts auf dem Kanal an Neuheiten und interessanten Tests und Fakten. Wenn euch das Video gefällt, ist der Daumen nach oben natürlich da zum Drücken und unten in die Kommentarbox. Da würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung schreibt, denn dann können wir im Anschluss an dieses Video sehr, sehr gerne miteinander diskutieren und in dem Fall heute um den Mercedes-Benz EQV. Also steigt ein und lasst uns losfahren. Großraumlimousinen sind für Personen mit hohem Platzbedarf oder eben Familien natürlich erste Wahl. So auch die Mercedes V-Klasse oder beziehungsweise hier unser EQV, der eben auf der V-Klasse basiert. Ihn gibt es in zwei Radständen, den EQV in lang wie unseren mit 5,14 Meter Außenlänge, 2,24 Meter Außenbreite mit Außenspiegel und 1,90 Meter Höhe. Damit natürlich auch perfekt für die ganzen Parkhäuser geeignet. Oder mit dem langen Radstand, der hat dann 5,37 Meter Außenlänge. Wir haben jetzt hier die Avantgarde Line außen, die kostet auch über 6.000 Euro Aufpreis. Und dann noch zusätzlich den Mercedes EQ genannten Style, also für die Elektrofahrzeuge, eine cleane Front, die so ein bisschen eben ja, angedeutet ist, dass das alles geschlossener in sich ist. Und das haben wir hier auch verbaut. Zudem eine wunderschöne Lackierung in Hyazinthrot Metallic, die hier richtig gut meiner Meinung nach zum EQV passt. Also wer so ein bisschen was aus dem Grau-Grau raus möchte, der ist mit der Lackierung auf alle Fälle richtig gut bedient. 17 Zoll Leichtmetallräder sind hier auch verbaut. Wir haben Winterräder noch draufgezogen und ich muss sagen, rein optisch gefällt er mir richtig gut. Ich würde aber auch grundsätzlich immer das Voll-LED-Licht nehmen, das hier verbaut ist. Sehr gute Ausleistung, vor allem eins der besten Lichtsysteme hat Mercedes immer am Start. Also demnach solltet ihr da definitiv keine Kosten und Mühen scheuen. Nehmt das Geld in die Hand und ordert euch die adaptiven Lichtsysteme oder das sogenannte Intelligent Light System mit dem intelligenten Fernlichtassistenten. Der Innenraum ist wie bei vielen Großraumlimousinen extrem variabel gestaltbar. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, hier diverse Sitzkonfigurationen von 6 bis 8 Sitzen hier uns zu ordern. Nein, es gibt auch die Möglichkeit, hier Schienensysteme zu ordern, sodass dann die Sitze entsprechend nochmal um- oder ausgebaut werden können oder eben verschoben werden können, was sehr praktisch ist, sodass man natürlich auf jedem Platz eine bessere oder ja, optimale
Kniefreiheit hat, Kopffreiheit gibt es hier genügend. Es gibt auch optional noch ein Glaspanoramadach, was wir jetzt hier aber nicht verbaut haben in unserem EQV. Grundsätzlich, der Kofferraum fasst hier im EQV mindestens 1030 Liter Stauraumvolumen. Das ist schon sehr mächtig, also da kriegt man Kinderwagen gut rein. Man bekommt auch diverse Gepäckstücke noch zusätzlich hinein. Also damit kann man auf alle Fälle so schon gut verreisen. Ansonsten würde ich empfehlen, dass man entweder die dritte Sitzreihe ausbaut, wenn man aber ordentlich Muckis hat, denn die Zweierbank, die da hinten drinnen ist, die wiegt schon mal locker so um die 80, 90 Kilo und so ein Einzelsitz, der ist mit 40, 45 Kilo auch nicht sonderlich leicht. Also da habt ihr schon gut was zu tun, wenn ihr das ausbauen wollt. Wie schon erwähnt, Sitze gibt es hier bis zu 8 Stück. Jeder hat genügend Kopf- und Kniefreiheit. Isofix gibt es an den Einzelsitzen auf jeden Fall. Wir haben hier 5-mal Isofix verbaut. Somit, falls ihr die Konfiguration mit mehr Isofix benötigt, dann müsst ihr halt nochmal 3 Sitze in der zweiten Reihe auch nehmen. Wir haben hier nur 2 Sitze. Der Zustieg erfolgt hier über elektrische Schiebetüren. Die sind optional erhältlich. Ich persönlich bin kein Freund von elektrischen Schiebetüren, habe da so ein bisschen Angst um die Stellmotoren auf Dauerhaltbarkeit. Vorne sitzt es sich angenehm hoch auf einem wirklich bequemen Stuhl, der hier in unserem Fall sogar noch die optionale elektrische Verstellung hat mit Memory-Funktion, also auch angenehm ist. Man thront hier förmlich über dem Geschehen, hat einen super Rundumblick. Der Blick fällt auf ein analoges Kombi-Instrument, was durchaus erst einmal etwas gewöhnungsbedürftig ist, bei so einem modernen Fahrzeug immer noch analoge Rundinstrumente zu haben. Aber die sind halt auch wirklich hervorragend ablesbar und da gibt es auch keine Rätsel oder irgendwas, dass man sie in irgendwelchen Menüs verliert. Also von meiner Seite, da gibt es einen Daumen nach oben. Den gibt es auch für das MBUX genannte Mediasystem, was wir hier in der Mittelkonsole haben. Das ist auch absolut mehr als State of the Art. Das ist eins der besten Systeme derzeit auf dem Markt. Die Sprachsteuerung ist intelligent, versteht mich und meine natürlichen Sprachbefehle. Die Navigation, ich kann auch die Bedienung hier über Sprachsteuerung machen. Das funktioniert. Apple CarPlay, Android Auto gibt es hier ebenfalls. Die Temperierung haben wir hier, die erweiterte Klimaautomatik, 3 Zonen. Wir können auch im Fond dann entsprechend klimatisieren. Wir haben Direktwahltasten, wir können über den Touchbildschirm bedienen oder wir haben ja ein Touchpad noch, worüber wir die Bedienung entsprechend gestalten können. Also da findet jeder seine optimale Bedienung und das macht schon das Ganze auch nochmal richtig hochwertig und wertig, sowie die Materialien, die im Innenraum verbaut sind. Alles super solide, schaut auch toll aus. Und wirkt auch natürlich deutlich hochwertiger als im nutzfahrzeugorientierten eVito. Der Antrieb des EQV 300 steckt auch hier unter der Motorhaube, denn den EQV gibt es ja auch als Verbrennervariante, nennt sich eben dann V-Klasse und treibt auch hier die Vorderachse an. 150 kW leistet er Antrieb, hat ein maximales Drehmoment von 362 Newtonmeter und schafft es so, den über 2,7 Tonnen schweren EQV, ja, er ist wirklich so schwer, in rund 10 Sekunden auf Tempo 100 zu beschleunigen. Die serienmäßige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 Stundenkilometer. Optional erhältlich ist eine Erhöhung auf 160 km/h. Der Antrieb macht seine Arbeit richtig gut. Er zieht ordentlich durch und er schafft es, diese schwere Fuhre auch bei Autobahntempo immer noch ordentlich nach vorne zu schieben. Und das auch bis an die eben eingetragene Höchstgeschwindigkeit bei uns hier von 160 Stundenkilometer. Dabei arbeitet der Antrieb sehr leise, also man hört kaum was vom Antriebsgeräusch. Also der E-Motor ist wirklich gut gekapselt, was aber sicherlich auch hier am Akustikpaket liegt, was verbaut ist. Also grundsätzlich laminierte Scheiben und damit auch reduzierte Wind- und Abrollgeräusche hier im Innenraum, auch bei höherem Tempo. Besonders gut gefällt mir aber hier bei dem elektrischen Antrieb die Möglichkeit der diversen Rekuperationsstufen. Wir haben entweder eine Autorekuperation, das heißt also das Fahrzeug entscheidet selbstständig mit den Assistenzsystemen und der Topografie durch die Navigationskarte, wie das Fahrzeug entsprechend rekuperiert wird.
Das funktioniert auch sehr gut und kann man in den meisten Fällen auch komplett so lassen. Wer selbst eingreifen möchte, hat Schaltpedal hier hinter dem Dreispeichenlenkrad und kann dann entweder zwischen Segeln, das ist dann D+, oder eben drei leichte oder drei Rekuperationsstufen, D mit sanfter Rekuperation, minus nochmal stärker oder zweimal minus, und das ist dann wirklich One-Pedal-Drive wählen. Und da muss man sagen, ist die Range eben, die man hier nutzen kann, auch durch die Fahrmodi zwischen Komfort, worin er immer startet, Eco, ein bisschen reduzierter für Aircondition und so weiter, oder dann Eco Pro bzw. Range, dann die maximale Reichweite rauszuholen, wird eben dann die Klimaanlage abgeschaltet. Es gibt nur noch ein Lüftungssystem. Der Antrieb wird in seiner Leistung reduziert. Das Ansprechverhalten ist deutlich zurückhaltender. Und es gibt dann aber auch noch einen Sport- bzw. Dynamic-Modus. Und da gibt es dann auch richtig ordentlich Druck. Und dann boostet das System richtig kräftig nach vorne. Also da kann man sich auswählen, wie man mit seinem EQV vorwärts kommen möchte, zügig oder komfortabel. Und da passt dann auch das Fahrwerk dazu, denn das ist eher komfortorientiert, spricht gut an. Lediglich Querfugen mag das Fahrwerk nicht und reicht die gerne direkter an die Insassen auch weiter. Dennoch kommt das Ganze hier ein bisschen gefiltert an. Wir haben auch ein sanftes Nachschwingen des Aufbaus bei Wellen. Das muss man aber mögen. Nicht jedes Kind beispielsweise ist da so wirklich fit drin. Also da kann es dann durchaus sein, wenn euer Kind an Reiseübelkeit leidet, dass das vielleicht nicht so gut ist. Aber dafür gibt es dann auch noch eine Luftfederung. Wie die ist, kann ich euch leider nicht sagen. Die konnte ich noch nicht fahren, aber das versuche ich mal nachzuholen, wenn ich mir eine V-Klasse hole mit Airmatic genanntem Luftfahrwerk. Wie schon erwähnt, Windgeräusche sind hier wirklich gut gedämmt durch dieses Akustikpaket. Also das würde ich jedem ans Herz legen. Sorgt dann auch für einen wirklich guten Langstreckenkomfort. Überhaupt auch die Assistenzsysteme sorgen dafür, dass das Ganze hier sehr entspannt vollstatten geht von A nach B. Denn wir haben hier einen adaptiven Abstandsregeltempomaten, wir haben eine tote Winkelüberwachung, wir haben eine Spurhaltung, wir haben auch ein Notbremseassistenzsystem und wir haben eben das genannte 360-Grad-Kamerasystem mit Einparkassistent hier verbaut. Also so, hier gibt es wirklich alle möglichen Assistenzsysteme, die modern und aktuell sind, derzeit auch für den EQV, aber eben zum Teil gegen Aufpreis. Bei der Batterie sieht es, wie schon erwähnt, so aus. Wir haben hier eine 100 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie, von der wir 90 Kilowattstunden nutzen können und haben damit auch einen guten Aktionsradius. Laut WLTP stehen uns hier auch über 340 Kilometer zur Verfügung. Wie das dann in der Praxis ausschaut, das werden wir natürlich sehen. Ich konnte den Wagen aber jetzt nicht unter 10 Grad Außentemperatur bewegen. Also da muss ich leider auf Wintertests, müssen wir dann bei anderen Kollegen vielleicht mal schauen, die das entsprechend können. Aber eins kann ich auf alle Fälle sagen, das Laden über den CCS, über die Schnellladung, funktioniert sehr gut. Das Fahrzeug kann auch vorkonditionieren, wenn man das Ganze über das Navigationssystem eingibt. Und die Ladeleistung von 110 kW wird auf alle Fälle komplett abgerufen und hält sich auch auf einem sehr hohen Plateau, sodass man selbst bei 80%iger Ladung noch bis 80 kW lädt hier in unserem Fall. Erst dann, so ab 85%, sackt das Ganze dann so langsam ab auf ungefähr 65 kW. Also hier ist der EQV sicherlich einer der Top-Lader, wenn nicht sogar der beste, wenn man hier in die Großraumlimousinen-Kategorie hineinschaut. Ja, der Mercedes EQV ist die derzeitige Speerspitze am Elektrofamilienfahrzeughimmel. Definitiv mit der 90 Kilowattstunden nutzbaren Antriebsbatterie sind Reichweiten von über 300 Kilometer möglich. Das haben wir jetzt in der Praxis getestet. Unser Verbrauch lag nämlich tatsächlich fast auf dem WLTP-Wert. 28,8 Kilowattstunden ist der WLTP-Wert. Und was haben wir ermittelt? 28,7 Kilowattstunden. 26 Kilowattstunden hat der Bordcomputer ausgespuckt. 95.000
800 Euro kostet unser EQV, so wie er da steht, in diesem wunderschönen Hyazinth Rot Metallic, was ich euch echt ans Herz legen würde, denn damit hebt ihr euch schlicht und ergreifend einfach von diesen ganzen Shuttle-Service- und Taxifahrzeugen in Schwarz ab. Also meiner Meinung nach ein absoluter Tipp. Wer sagt, naja, 95.000 Euro für ein Familienauto, das ist ja schon wahnsinnig teuer, aber die Technik finde ich genial. Der sollte sich einfach mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt so junge Fahrzeuge des e-Vito Tourer anschauen, denn die bekommt ihr mit wenig Ausstattung bereits für rund 40.000 bis 45.000 Euro und meiner Meinung nach ist das so ein kleiner Geheimtipp im Mercedes-Regal. Junge Sterne, e-Vito Tourer für die, die einfach aufs Budget schauen, ansonsten natürlich der schöne luxuriöse EQV mit allen Annehmlichkeiten, die man sich aktuell wünscht, also mein Traumfahrzeug für die Familie ist er definitiv. Wie schaut es mit euch aus? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Reinklicken. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, dem Ganzen ein Like zu geben und mir eure Meinung jetzt zu schreiben. Von meiner Seite aus wünsche ich noch einen schönen Tag. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi.